Hallo Freunde! Mensch, das mit dem Sturm, das nimmt hier einfach kein Ende. Aber ich habe mir so gedacht, ich könnte ja trotzdem hier draußen ein bisschen weiterbauen und hin und wieder in die Werkstatt gehen. Da habe ich auch so die ein oder anderen Dinge zu erledigen. Heute grüße ich meinen Freund Wolfgang Heubel von Wolfs Garage aus Wien. Er ist Zweiradmechaniker, beziehungsweise macht er das gerade nebenbei, baut sich eine Selbstständigkeit auf. Ja, warum grüße ich den? Ganz einfach, weil er mich erneut mit 15 Euro per PayPal auf diesem PayPal-Spendenkonto unterstützt hat, was dieses Kaninchengehege betrifft. Erneut heißt, er macht das nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten, dritten oder vierten Mal, ich weiß gar nicht. Wolfgang, jetzt ist aber gut nun, ja? Du stehst längst auf der Sponsortafel drauf. Robert Wilhelm Berning, auch er hat mich mit 20 Euro sogar unterstützt. Hallo Jörg, bleib so wie du bist und mach weiter so. Gruß Robert, vielen Dank für deine extrem großzügige Spende. Du stehst natürlich dann auch auf dieser Sponsortafel. So, also ich zeige euch mal den Zwischenstand. Die Wand hier hinten ist jetzt mittlerweile auch gestrichen. Und im letzten Video habe ich ja gesagt, dass ich hier vorne aufhöre, weil es ja dann dunkel wird. Aber ich habe dann doch noch im Dunkeln weiter gestrichen und habe die zweite Lackschicht auch aufgetragen. Was sage ich da? Lackschicht, das ist ja Lasur. Ich habe die im Baumarkt gekauft, weil da auch immer Fragen kommen, was ich da so nehme. Ich nehme irgendwas auf Wasserbasis und ja, gucke halt, dass ich der Umwelt nicht so viel Schaden zufüge. Also eine Lasur auf Wasserbasis ist auf jeden Fall gut. Besser als irgendwelche Farben, die ich auch schon verwendet habe, wie zum Beispiel bei meiner Schaukel. Die ist keine 3 Jahre drauf. Und so sieht das Ganze aus. Am schlimmsten ist hier drüben das Grün und das Blau. Schaut mal, das muss ich auf jeden Fall dieses Jahr nochmal nachstreichen. Aber nur zum Gehege, ich will euch ja nicht langweilen. Jetzt werde ich erstmal den Dachkasten hier dran bauen und dann schauen wir mal, wie lang das Video ist und dann geht es halt wahrscheinlich innen weiter. Viel Spaß beim Zuschauen! Also so eine Formatsäge ist schon was Geiles. Beziehungsweise Tischkreissäge würde in dem Fall auch reichen. Ich musste jetzt hier 2,5 ungefähr habe ich abgesägt, weil wenn ich die Bretter so dann ineinander stecke und dann hier oben dran baue, dann habe ich hier noch Luft. Ja, müsste noch ein drittes Brett dran machen und da das halt dann zu schmal wäre und das sieht nicht so gut aus, dachte ich mir, ich passe das jetzt so an, dass die halt rechts und links ungefähr gleich aussehen. Jetzt werde ich das Ganze nicht kommentieren, weil ihr seht ja in den Bildern, wie es weitergeht. Erst schraube ich die Bretter drunter, dann schraube ich die Bretter an der Seite und dann ist der ganze Kasten zu. Und das nennt man dann Dachkasten. Vorteil ist, da kommt überhaupt kein Tier mehr durch. Ja? Manche haben ja gesagt, du musst da noch Gitter dran machen, damit die Spalten zu sind. Nein, muss ich nicht, weil wenn der Dachkasten dran ist, da ist kein Spalt mehr. Und weil es so schön war, das Ganze noch ein zweites Mal streichen. Yeah, fertig!
Allerdings nur mit der ersten Seite. Ich habe ja noch eine zweite vor mir. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie viel Farbe hier drauf geht. Das ist jetzt hier schon der zweite Kanister und der ist auch schon wieder halb leer. Und da hinten habe ich noch eine Dose stehen, die ist komplett leer. Bei meiner groben Planung von dem Gehege, was die Kosten betrifft, da habe ich zum Beispiel die Farbe gar nicht mit eingerechnet. Das ist halt sozusagen Kleinmaterial in meinem Kopf gewesen. Aber wenn ich mir überlege, dass dieser Kübel, glaube ich, so um die 50 Euro gekostet hat, hier sind 4 Liter Farbe drin, dann brauche ich wahrscheinlich alleine 200 Euro nur für die Farbe. Absoluter Wahnsinn. Auch mit dem Holz verschätze ich mich jedes Mal. Jetzt sind hier nur noch 4 Pakete da. Und ich glaube, ich habe 6 Pakete gebraucht, nur für die Verkleidung hier außen. Dabei habe ich ja noch eine zweite Seite vor mir. Aber dann mache ich es mir jetzt ganz einfach. Jetzt wollte ich in die Finger schnipsen, aber aufgrund der ganzen Spachtelmasse, die hier dran klebt, geht das gar nicht. Naja, ich probiere es trotzdem mal. Geht doch! Warum denn nicht gleich so? Mensch, hätte ich einen Haufen Zeit gespart. Die Sonne ist am Untergehen, der Tag ist schon wieder vorbei, aber ich bin zufrieden mit dieser Leistung. Also ich habe ja jetzt nicht nur hier gearbeitet, müsst ihr wissen, ich war auch zwischendurch in meiner Werkstatt und habe so ein paar Eckhäuschen immer zusammengeleimt. Ja, jetzt sieht das Ganze wirklich schon deutlich schöner aus irgendwie. Also richtig wohnlich, von außen sogar. Auch von der Ferne macht einen richtig soliden Eindruck, finde ich. Also da kann man sich ruhig mal selber loben. Naja, dann räume ich mal noch ein bisschen auf, weil das ist immer das, was mir wirklich schwerfällt. Ihr guckt mal hier rein, hier sieht es aus wie ein Bombeneinschlag. Und dann geht's morgen weiter. Allerdings muss ich früh erstmal Material einkaufen gehen. Und dann werde ich wahrscheinlich innen weitermachen mit der Bodenplatte. Irgendjemand von euch hatte mal gesagt, man könnte ja auch eine Dachrinne dran schrauben. Jawohl, das mache ich auch. Aber das sind dann so die Details, die kommen dann wirklich zum Schluss. Mahlzeit. Ja, wir haben schon wieder 2 Tage später mittags, weil ich habe gestern nichts gemacht. Da war einfach das Wetter zu schlecht und dann habe ich die restliche Zeit heute schon verbracht, wieder Material zu holen. Ich dachte mir, ich mache jetzt hier mit dem Fußboden weiter und da habe ich ein enormes Problem. Ich rede zwar nicht gerne von Problemen, weil ein Problem ist ein auf den Kopf stehendes Ziel. Aber das Problem ist, dass der Boden hier natürlich überhaupt nicht eben ist, weil ich habe das ja damals gar nicht hier so eingeplant, dass hier mal ein Raum hinkommen soll. Nicht nur nicht eben, sondern ich habe das bewusst da hinten in der Ecke richtig abfallen lassen, damit ich dann, wenn ich das mal hier ausspritze, damit das Wasser rauslaufen kann. Das heißt, ich muss den ganzen Knatterradatsch jetzt hier ausgleichen. Schaut mal, da muss einiges untergebaut werden. Die Lösung zu dem Problem ist in meinen Händen. Das sind diese Abfallstücke, die kann ich jetzt endlich mal verbauen. Ja, die werde ich dann halt, je nachdem wie viel ich brauche, halt unterbauen und das Ganze dann halt Schritt für Schritt festbohren. Ich fange da am Eck an, weil das ist der höchste Punkt und dann arbeite ich mich halt mit der Richtschnur bzw. mit diesem Richtscheit dann einfach von einer Ecke zur nächsten. Dadurch, dass das jetzt hier schon ja, ein gutes Jahr hier steht, also diese Bodenplatten, die sind jetzt ein Jahr schon hier, mit einer Kiesschüttung drunter und das hatte ich ja auch alles ordentlich verdichtet. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht weiter einsacken wird. Ja, besser wäre natürlich ein ordentliches Fundament hier drunter. Aber ich sag mal so, das ist ja jetzt kein Wohngebäude, sondern nur ein Kaninchenstall mit einem integrierten Raum, wo man übernachten kann. Und da sollte das definitiv ausreichen, wenn ich das jetzt mit diesen Gehplatten verschraube. Und aufgrund der mehrfachen Auflagefläche, ja, ist der Boden sozusagen, denke ich mal, relativ stabil. Aber ich werde ihn bewusst nicht mit den Seitenwänden verschrauben, zumindest nicht hier hinten an den 3 Wänden, damit, falls sich das doch ein bisschen bewegt oder arbeitet, dass dann halt nicht der ganze Stall mit irgendwie sich bewegt. Bei der Wand, die jetzt hier hinten noch fehlt, da muss ich das natürlich dann am Boden verschrauben, weil irgendwie muss ich die ja fixieren. Aber ja, ich denke mal, da gibt es keine Probleme. Da ich jetzt hier eine Weile brauche und ich euch nicht langweilen will, mache ich jetzt einen Zeitraffer an und am Ende zeige ich euch noch das Ergebnis.
Hey, der Boden wird ja stabiler, als bei mir in der Wohnung der Boden ist. Und das, obwohl ich 2 Lagen USB-Platten draufgebaut habe. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Also richtig gut ausgeglichen. Die Wasserwaage ist überall im Lot. Da hinten sieht man übrigens, wie viel Höhe ich da ausgleichen musste. Sage und schreibe 6 cm. Die Unterlegklötze habe ich überall nochmal verschraubt. Falls sich da irgendwie die Platten lösen sollten, dann können die ja trotzdem nämlich nicht weggehen und dann ist das halt trotzdem stabil. Also reingefühlt würde ich sagen, das ist wirklich richtig stabil. Da brauche ich überhaupt keine Gedanken machen, dass da irgendwie mal der Boden nachgibt oder so. Das ist bombenfest. Da kann man mit 10 Leuten drin noch drauf rumtrampeln, vom Bett nur runterspringen und da sollte überhaupt nichts passieren. Zumal ich da jetzt noch diese 25 mm starken USB-Platten drauf schraube. Das Ganze hat mich jetzt enorm Zeit gekostet. Ich glaube, so 2 Stunden habe ich jetzt nur mit diesen Latten verbracht, das auszugleichen, festzubohren, festzuschrauben, glaubt man gar nicht. Ja, und hier habe ich jetzt so was Ähnliches wie Styropor. Das nennt sich, glaube ich, Styrodur. Styrodur. Das ist so was Ähnliches wie Styropor, aber deutlich schwerer, also richtig schwer und richtig fest und massiv. 4 cm stark. Ja, so sieht das aus. Und dieses Zeug werde ich jetzt noch unten bei den Latten dazwischen klemmen. Einfach nur, damit die Bodenkälte so ein bisschen weg ist. Ich meine, der Boden ist zwar eh nicht direkt aufliegend auf den Platten, da ist ja jetzt die Luft dazwischen, aber das Styrodur, das ist nochmal so eine Isolierschicht. Ja, und wenn ich da drinnen so ab und zu mal heizen sollte, dann ist es halt länger warm drin, ohne dass man halt so viel Energie verschwendet. Apropos Heizen und Dämmen und so, ja, falls die Frage wieder kommt, ich habe bewusst auf die Dampfbremsfolie verzichtet. Warum? Meine Wände sind ja von vorne und von hinten aus Holz. Hier oben habe ich enorm viel Luft unten drunter und dann noch diese Trennschicht da, die nach oben hin durchlässt und nach unten hin die Feuchtigkeit aufhält. Ja, und ich denke, das Ganze atmet ausreichend. Zumal ich ja hier nur ab und zu mal vielleicht heize, wenn das halt, was ich, die Saison startet und vielleicht über Nacht ist es vielleicht zu kalt und man möchte es früh ein bisschen warm haben, dann kann man hier so wahrscheinlich eine Infrarotheizung zuschalten, um dann halt dementsprechend so 20 Grad früher morgen zu haben, wo es draußen vielleicht noch 10 Grad sind. Mit der Dampfbremsfolie, da habe ich so ein bisschen Bedenken, wenn ich das jetzt machen würde, dass dann vielleicht die Feuchtigkeit nicht ausreichend zirkuliert und nicht raus kann und dann sich die Feuchtigkeit vielleicht drin sammelt. Und deswegen auch diese lila Bodenplatten, weil die sind absolut feuchtigkeitsresistent. Die könnte man auch in den Erdboden direkt reinlegen und direkt Fußplatten drauf machen, also USB-Platten oder so drauflegen und da würde überhaupt nichts passieren. So, ich mache die Kamera immer mal wieder an und zeige euch dann das Resultat, wenn der Boden drin ist. Ja, meine Gute, ist ihr nicht so geheuer? Ja, ich bin mega zufrieden mit dieser Bodenkonstruktion. Also das ist wirklich richtig krass stabil geworden. Und viel wichtiger, ich habe jetzt endlich eine wirklich ebene Fläche und kann hierauf aufbauen. Der Tag neigt sich dem Ende und das Video ebenfalls. Einfach damit es nicht zu lang wird. Ich war jetzt schon unterwegs in Möbelhäusern und habe mich so ein bisschen inspirieren lassen mit dem Innenausbau. Erst habe ich überlegt, baue ich da irgendwas selber, weil ich habe nämlich vor, insgesamt hier in diesem Raum 3 Schlafmöglichkeiten hinzuzimmern. Dann gibt es noch eine 4. Schlafmöglichkeit, allerdings nicht direkt hier in diesem Raum, aber dazu verrate ich jetzt noch nichts. Im Möbelhaus habe ich da so ein Sofa gesehen, da war hinten halt die Lehne und so eine Sitzfläche und dann konnte man das halt so runterklappen, dass man dann sozusagen eine Liegefläche hat. Und das wäre eigentlich für hier unten ideal, weil dann könnte man sich tagsüber da hinsetzen und zum Schlafen könnte man das sozusagen ausklappen.
Jedoch hatten die nicht meine Wunschgröße. Also die Liegefläche war da immer bloß 1,90 Meter und die Breite war, glaube ich, 1,30 Meter. Das fand ich ein bisschen zu klein. Ich hätte dann lieber schon 2 Meter mal 1,40 Meter wenigstens. Die dritte Schlafmöglichkeit, die werde ich dann wahrscheinlich doch selber bauen. Und zwar in Form eines Hochbettes. Deswegen ist das eine Fenster da oben. Das seht ihr jetzt gerade nicht. So, ja, dann muss ich halt mal schauen. Das einzige Doofe bei diesem Klappsofa wäre, wenn man das aufklappt, dann ist das Fenster so ziemlich verdeckt, ja. Aber das ließ sich halt nicht anders einbauen, weil halt der Querholm drin ist. Dann hätte ich den auch noch umbauen müssen, dann da hätte ich das Fenster höher bekommen. Aber ich habe sowieso hier geschätzt, ich habe es noch nicht gemessen, 1,90 Meter Raumhöhe oder so 1,92 Meter. Und deswegen sind meine Möglichkeiten stark begrenzt. Ja, lassen wir uns überraschen. Im nächsten Video werdet ihr es sehen, wie ich mich entschieden habe. Also in diese Seite kommt dann halt dieser Anbau hin. Hier kommt da so eine Zwischenwand mit rein. Und wenn das hier drin alles fertig ist, inklusive der Deckenverkleidung, nebenbei muss ich schon die Elektrik mit rein verlegen. Fehlt eigentlich bloß noch hier diese Wand, ja, mit dem Panoramafenster. Aber das, denke ich, geht dann relativ schnell. Ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Jörg.